Die Grünen haben sich jetzt auch geäußert, der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Anton Hofreiter, den wir jetzt noch mal hören zu den Ergebnissen des heutigen Gipfels. Es ist gut, dass nicht weiter gezögert worden ist, denn wir waren in einer dramatischen und sind in einer dramatischen Lage. Die Infektionen sind bereits wieder exponentiell gestiegen. Die Alternative zu dem jetzigen Lockdown, dem jetzigen harten Lockdown, was ich sehr unterstütze in den Maßnahmen, wäre gewesen weitgehender Kontrollverlust und der dramatische weitere Anstieg der Menschen, die schwer und schwerst erkranken und am Ende sterben. Selbstverständlich sind diese Maßnahmen jetzt ein harter Einschnitt für viele, aber insbesondere, da es große Hoffnung gibt, dass es im nächsten Jahr einen funktionierenden Impfstoff gibt, ist entscheidend, dass wir die verbliebene Zeit jetzt weiter solidarisch sind und sich alle darum bemühen, dass die Anzahl der Infektionen schnell sinkt. Was ich erwarte von der Bundesregierung und dem Ministerpräsidenten in dieser schwierigen Zeit, sind insbesondere drei Dinge. Erstens erwarte ich von der Bundesregierung und dem Ministerpräsidenten, dass bei den jetzt richtigen Einschränkungen für Kita und Schulen schnell digital aufgerüstet wird. Zweitens, dass es eine unkomplizierte, unbürokratische Notbetreuung für alle Menschen gibt, die das nötig haben. Des Weiteren erwarte ich von der Bundesregierung, dass bei den Wirtschaftshilfen nicht geknapst wird. Es ist jetzt falsch, von Sparbemühungen zu sprechen. Das wird uns am Ende alle noch viel teurer kommen. Die Innenstädte stehen eh massiv unter Druck. Der Einzelhandel verliert seine wichtigste Zeit. Deshalb ist es richtig, hier großzügig zu sein. Und ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie hier großzügig ist. Und des Weiteren, wir haben viel zu viele Infektionen in Altenheimen und Pflegeheimen, dass schnell umgesetzt wird, dass es funktionierende Schutzkonzepte für Pflegeheime und für Altenheime gibt. Nämlich wir haben viel zu viele Infizierte bei älteren Menschen, die ein besonderes Risiko haben, schwer zu erkranken oder gar zu sterben. Wenn jetzt hoffentlich durch diese Maßnahmen jetzt wirklich die Infektionszahlen sinken, ist es spätestens jetzt an der Zeit, dass wir eine gesetzliche Regelung bekommen, dass die Maßnahmen zukünftig verlässlich und planbar werden. Wir brauchen im Januar einen gesetzlich beschlossenen Stufenplan, wo alle dann wissen, bei welcher Inzidenzstufe welches gilt. Es kann nicht sein, dass wir nach der zweiten Welle wieder planlos in eine dritte Welle stolpern. Hofreiter, Sie sagen, Sie fordern ein Konzept oder eine schnelle Umsetzung der Konzepte für Pflegeheime. Sie fordern die ganz schnelle Aufrüstung, digitale Aufrüstung, um das digitale Lernen möglich zu machen. Und all die anderen Schritte, die Sie jetzt sagen. Aber wir haben jetzt ein halbes Jahr, mehr als ein halbes Jahr Zeit gehabt und es ist viel zu wenig passiert. Es ist doch ein Skandal, dass wir jetzt an diesem Punkt sind und das Gefühl haben, wir fangen nicht bei 0 an, aber auf einer Skala von 1 bis 10 fangen wir bei 2 und wir müssten mindestens bei 9 sein. Ich gebe Ihnen recht. Es ist skandalös, dass der Sommer und der Herbst viel zu wenig für Vorsorgemaßnahmen genutzt worden ist. Es heißt immer, there is no glory in prevention. Es gibt keine Ehre oder Unterstützung für Vorsorgemaßnahmen. Das rächt sich jetzt in dieser Krise zeitnah bitterlich. Es hat sich auch in schon vielen anderen Fällen gerecht. Und wir müssen als Gesellschaft endlich lernen, dass es politische Unterstützung für Vorsorgemaßnahmen gibt. Nicht, dass der Winter kommt, dass die kühle Zeit kommt, ist jetzt wirklich keine Überraschung gewesen. Und man hätte viel früher eingreifen müssen. Aber spätestens jetzt, in der zweiten Welle, ist der Zeitpunkt gekommen, wo es vernünftige Konzepte im Digitalen für Schulen braucht, wo es vernünftige Schutzkonzepte für Pflege und Altenheime braucht. Besser spät als gar nicht. Und deshalb habe ich diese Erwartungen an die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und die Bundesregierung.